So, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Runde Factorio. Wir haben ja das letzte Mal geschafft, alle Zutaten für das Wissenschaftspaket 3 zu produzieren. Jetzt habe ich, glaube ich, noch Lust, hier einfach eine zweite Produktionsstrecke zu bauen für die Knickarmroboter. Und dann mal gucken, wie wir das ganze Zeug dann auch wirklich hier oben hinbekommen. Wir müssen das ja zu den Laboren bekommen. Ich glaube, ich möchte das mit einem riesen Fließband machen, bin mir aber noch gar nicht ganz sicher. Aber das erste Mal brauchen wir neue Maschinen. Und dafür brauchen wir, wen wundert's, Eisenplatten. Kriege ich die am besten wieder hier unten raus? So, jetzt ist Lasergeschützschaden erforscht. Das heißt, ich traue mich jetzt mal hier ran, auch wenn wir dann nachher noch 100 Wissenschaftspakete erforschen müssen, möchte ich die Automatisierung gerne fertig bekommen, damit ich, das wisst ihr vom letzten Mal, die großen Maschinen auch bauen kann. So, ich klaue mir hier raus, was es zu klauen gibt. So, und dann kann ich auch, zwei große Maschinen bauen und eine kleine, die brauche ich auch. Und wahrscheinlich muss ich hier nochmal irgendwo mich gütlich tun, weil ich ja auch noch Knickarmroboter etc. brauche. So, während die Maschinen gebaut werden, machen wir das genauso wie da drüben. Das heißt, wir stellen hier Roboter hin. Das wird ja parallel funktionieren. Da einen großen. Da einen großen, da fehlt mir ein großer Knickarmroboter, den gibt's hier. So, und dann die Maschinen. Dahin, dahin und die kleine Maschine dahin. So, Knickarmroboter, die normalen in die Mitte. So und so. Fehlen mir auch welche. Und mir fehlen, oh, mir fehlen Kupferplatten, glaube ich ja gar nicht. Hallo? Hallo Spiel? So, Kupferplatten kriege ich von hier vorne. Ganz sicher sogar. Da, bitteschön. So, damit kann ich mir wieder ein paar Knickarmroboter leisten. So, das hier will ich anders machen, wenn ich gerade dabei bin. Obwohl, nee, will ich gar nicht. Ach, Quark. Da hatte ich mir zwischenzeitlich überlegt, ob ich das machen will. So ist es aber ziemlich gut, wie es im Moment ist. Das war übermotiviert. Nee, dann machen wir erstmal das hier hinten fertig. Also, Strom. So. Und so. Und da oben werden wir einen brauchen, mindestens. So. Dann soll das Zeug ja hier auch raus. Und dann fangen wir nochmal an. Hier werden die normalen hergestellt, da werden die schnellen hergestellt und da die intelligenten. So, und dann seht ihr schon, was passiert. Wir haben nämlich nicht genug an Schaltkreisen. Das ist immer dasselbe Übel. Mal gucken, wie wir das nachher auffangen. Aber ich hatte ja gesagt, ich will erstmal alles produzieren und dann weiter gucken. So, alles produzieren heißt, ich muss das Ganze auf Fließbändern auch nach hier oben zu den Laboren bekommen. Und die Frage ist, ob wir das jetzt hier unten lang führen und da hochgehen oder ob wir oben an den Solarmodulen vorbeigehen. Und ich glaube, ich habe eher Spaß, das hier unten einmal quer durchzuführen. Auch wenn das ein bisschen knifflig wird, möchte ich das, glaube ich, hier lang haben. Das heißt, ich nehme mir das jetzt hiervon weg und ich werde alles an Fließbändern brauchen, was es hergibt. Ich werde mir mal 1, 2, 3, 4 von den unterirdischen holen, und den Rest hier. So, also Fließbänder. Die Kiste kommt weg, tut mir leid. Und dann gibt's Fließbänder, wenn es die denn gibt. So, und ich möchte das gerne hiermit zusammenführen.
So, und dann will ich mal gucken, wofür ist denn lang? Ich glaube, hier unten lang und dann da hoch. Also muss das Zeug erstmal wieder runter. Ja, gut, dann muss es halt erstmal wieder runter. Achso, wenn ich jetzt so viel auf einmal produziere, habe ich natürlich keine Chance. Da muss ich erstmal warten. Gut, gucken wir mal zwischendrin mit den Ressourcen. Es scheint im Moment noch ganz vernünftig zu funktionieren und alles ans Laufen zu kommen. Vielleicht haben wir einigermaßen Glück. So, jetzt geht's hier weiter. Also, dann hier runter. Wie weit? Da können wir schon direkt dran anlehnen. Also, machen wir das denn? Machen wir das am besten so, dass die vernünftig zusammenfließen. Also hier. So. Und so, dann habe ich die beiden schon mal. Und dann geht's ab nach hier drüben. Unterirdisch. So. Kommt da alles an? Ja, sehr schön. Und dann weiter. Wollen wir noch ein bisschen gucken, wo müssen wir hin? Wir müssen dann ein Stück nach oben hinter dem, hinter der Kohle. Also. Na, noch einen weiter. Das mag dem einen oder anderen jetzt komisch vorkommen. Es gibt ja schließlich auch Logistikroboter und sowas. Ich bin aber immer ein Freund von den Fließbändern. Einfach aus dem Grund, weil man dann sieht, wie, jetzt geht das wieder los, wie viel man produziert hat und eventuell, wo man nachlegen muss. So, jetzt sind wir schon da. Das ist ganz gut. Wo wollen wir eigentlich lang? Hier immer weiter. Und ich glaube dann relativ außen hoch, oder? Also, weiter geht's. Paar Fließbänder haben wir noch. So, jetzt brauchen wir wieder unterirdisch. Das klappt nie auf Anhieb. So, und dann passt's gerade. Habe ich Glück gehabt, ohne dass ich es genau gemessen habe. Passt's auch hier lang. Machen wir ruhig mal so. Diesmal klappt's auch von Anfang an. Und dann verblasen wir die letzten hier auch noch. Und gehen hier direkt hoch. Also bis hierhin, ha? Oh, da ist ein Baum in der Mitte. Der muss weg. So, und dann sind wir schon mal hier. Das lassen wir mal. Und dann müssen wir eigentlich anfangen. Also, was will ich machen? Ich will das beides hier anliefern. Von da kommt der Stahl, der kommt hier rüber. Und von unten kommen hoffentlich die Batterien. Also von da, die ziehe ich auch hier hoch. Und dann möchte ich gerne hier drei Fabriken hinbauen, die das Ganze dann mit blauen Wissenschaftspaketen verbauen. Das heißt, ich kann eigentlich hier schon mal anfangen, und die Labore wieder ausrüsten. Die kriegen jetzt einfach von der anderen Seite auch noch Krempel. So, also soweit, so gut. Und jetzt brauche ich wieder 7 Teiler auf alle Fälle und dafür brauche ich Eisenplatten. Die gibt's hoffentlich hier, ja, genau. Wenn die Öfen nicht arbeiten, dann hole ich mir das da raus, zumindest temporär. So, 7 Stück brauche ich, also 5, 6, 7.
und den Rest wieder in Fließbänder investiert. Und dann baue ich das hier schon mal nach, wenn es geht. Habe ich keine Fließbänder mehr, alle verbraucht, wie schade. Okay, dann seht mal zu, dass ihr die Teilerfließbänder bekommt. Ich werde mich hier ein bisschen am Strom gütlich tun, also so. So. So und so. Nicht schön, aber zweckmäßig. Und dann werde ich das parallel zu hier drüben aufbauen, so ist zumindest die Idee. Also, das heißt, das Ding kommt 1, 2, da müsste das hinkommen, oder? Da. Ah, nur andersrum. So, passt das? Das werden wir gleich sehen. Nochmal, hier liefert der hin, da kommt der Knick. Passt. Okay, dann dahin, dahin und dahin. Und dann 1, 2 drüber dahin und dahin. Jetzt muss ich drüben gucken, wieder 1 drüber, also so. Das müsste aus meiner Sicht das Richtige sein. Na, wann kriegen wir Fließbänder? Da geht's los. Also, dahin und dahin. Okay. Jo, so funktioniert's. Also, große Vorbereitungen. Ich hoffe, dass da unten alles in der Produktion vernünftig funktioniert. Aber wir werden nachher uns einfach dran erfreuen. Ich habe zumindest den festen Vorsatz, dass ich mich dran freuen will. So. Dann haben wir das auch gebaut. So. Okay. Dann haben wir hier nach und nach kommt immer ein bisschen was an. Irgendwie kommen keine Knickarmroboter mehr an, so wie es hier aussieht. Da muss ich mich dann auch gleich drum kümmern. So, jetzt haben wir hier jede Menge Batterien drin. Ist ja ein Traum. Das heißt, wir nehmen da auch die wieder raus. Wie komme ich denn hier oben am besten lang? Komme ich hier zwischendurch? Nee, komme ich nicht. Das heißt, ich muss eigentlich hier hoch, um da auch den Stahl zu bekommen. Also muss ich eher hier lang. Gut. Na gut, dann geht's halt eher da lang. So. Wenn ich das richtig sehe. Und dann brauche ich wieder Unterführung 1, 2, okay. Wo kann ich was plündern? Oh ja, das sieht ja nicht so schön aus. Hier oben die, na, da kann ich ein bisschen was wegnehmen. So, ich brauche ja eigentlich nur 1, 2 und hier wieder den ganzen Rest. Ach so, und dem hier, dann sehe ich das auch gleich. Dem sage ich natürlich, er soll die Batterien da rausholen. Und dann wollen wir mal gucken. Also. So geht's da weiter, wenn ich das richtig sehe. Da kommen die Batterien auch an. Traumschön. Dann kommt da gleich der nächste hin. Ah, wenn er denn kommt. Also, noch ein Versuch. Ja, sehr gut. So, jetzt hole ich mir da oben aus der Kiste, ene mene miste, hole ich mir das Stahl.
den Stahl, das Stahl. Ich hole mir das Stahl. Da muss ich den auch nicht hinsetzen. So, hoffentlich klappt das alles so. Wo komme ich denn hier unten an? So hoch. Okay, das heißt, ich komme hier oben gerade so rum, wenn ich das richtig sehe. Ohne dass ich da... Naja, ist mir zu risikoreich. Angst, dass das da an das Teilerfließband läuft, dann bin ich angemalt. So, das heißt, jetzt kommen hier, zumindest aus meiner Sicht, alle benötigten Teile an. Das kann ich nachher noch austauschen. Jetzt will ich das erstmal so lassen. Und wenn ich sage, es kommen alle benötigten Teile an, dann werde ich mich jetzt hier hinstellen und alle benötigten Teile so lange einsammeln, bis ich genug Wissenschaftspakete sammeln kann. 100 Stück brauchen wir ja, glaube ich. So, und jetzt geht's nicht mehr weiter, weil keine Knick am Roboter kommen, aus irgendwelchen Gründen. Dann werde ich erstmal die 54 aber bauen. Und warum kommt hier auf dem Riesenfließband nichts mehr an? Irgendwo stockt's da hinten. Und das muss ich mir jetzt angucken. Und deshalb mag ich die Fließbänder eigentlich ganz gerne, weil man im Gegensatz zu den Transportrobotern relativ schnell sieht, wenn irgendwas nicht funktioniert. Und man sieht das hier, dass irgendwie Krumpel passiert ist mit... Was ist denn hier los? Wieso sind denn da Kupferdinger reingelaufen? Weg mit euch. Nee, da ist irgendein Fehler im System. Ja, wahrscheinlich muss ich über einen Teiler arbeiten, damit die nicht auf beiden Seiten Kupfer hier anliefern. Na, mal gucken. Okay, damit geht dann wahrscheinlich die Produktion weiter. Aber das muss ich mir mal angucken hier, ob das alles so richtig ist. Gut, ansonsten scheint hier ein bisschen wenig Eisen zu sein und ein bisschen wenig Kupfer. Das hier sieht auch nicht so aus, als wie es soll, aber es stört mich im Moment nicht. Kleinen Moment. Frosch im Hals. So, also, dann geht jetzt hier die Produktion weiter. Das soll ja auch so sein. Warum hat sich das hier verklemmt? Seltsam. Also, vielleicht ist es gar nicht so seltsam und ich muss es hier einfach nochmal sinnvoller bauen. Wenn der schnelle Knickarmroboter mir hier beides hinlegt, dann habe ich natürlich, bin ich verratzt. Das heißt, ich mache hier nochmal einen kleinen Umbau. Dann passiert mir das hoffentlich nicht mehr. So, jetzt kommen die definitiv immer oben und unten an. Egal, was da mit den Kupferdingern passiert. So. Und ich produziere weiterhin da unten die Wissenschaftspakete. Das ist alles in Ordnung. Da kommen wieder ein paar Aliens. Da muss ich mich später drum kümmern. Okay, es reicht irgendwie alles an Ressourcen nicht vernünftig, wenn ich das hier sehe. Also ich hätte gerne, dass das Eisen stackt. Da müssen wir mal gucken, ob wir da noch irgendwas holen können. Aber wahrscheinlich sind wir hier relativ dicht. Ne, also mehr können wir da nicht rausholen. Das heißt, ich muss noch irgendwo anders Eisen herbekommen, wenn ich das hier richtig sehe. Und wo kriege ich den Kupfer her? Das Kupfer kriege ich hierher. Das muss aber auch so bleiben. Da könnte ich höchstens hingehen und noch einen dritten hinstellen. Aber auch nicht wirklich. Müssen wir vielleicht doch nochmal von extern was holen, mit einer Eisenbahn oder sowas. Das wäre ja auch mal ganz schön, das wenigstens zu bauen.
So, hier passiert dasselbe, wunderbar, aber jetzt stoppt wenigstens die Produktion nicht. Was aber anscheinend nicht funktioniert ist, wir haben wie immer nicht genug elektronische Bauteile. So, das heißt, ich müsste eigentlich hier anbauen, um da mehr zu produzieren. Das kann ich ja versetzen, noch ein Stück nach hinten. Da passen ja noch mindestens zwei Maschinen hin. Und dann müsste ich gucken, so wie es aussieht, dass ich hier genug oder auch noch mindestens eine Maschine für Kupferdrähte bekomme, für Kupferkabel. Na gut, ich meine, das kann man ja machen. Sobald ich die hier produziert habe, gebe ich das mal in Auftrag. Kann ich schon. Wahrscheinlich habe ich wieder zu wenig Eisenplatten. Genau, also ich brauche 1, 2 von den Kupfermaschinen und hier auch nochmal 2. Und ich müsste das hier versetzen. Also das kann ich schon mal machen. Wenn ich das ganz nach außen versetzen will, damit ich den maximalen Platz habe, muss ich hier hin. Und so. Und brauche da einen Knickarmroboter, der mir Kupferplatten? Nee, Eisenplatten. Was schickt denn der da hoch? Ah, der nimmt sich nur die Eisenplatten, okay. Eisenplatten, dann habe ich das schon mal gebaut. Dann gibt's hier die Erweiterung. Die geht so. Und hier führen wir es auch bis an den Rand. Also so. Ach so, ja, und das Fließband muss ich dann natürlich in die andere Richtung auch so bauen. Okay, tja, die Wissenschaftspakete. Deshalb habe ich da am Anfang so gestöhnt. Jetzt seht ihr warum. Ich krieg's einfach nicht vernünftig hin. Das dauert ewig lange, bis man diese 100 gebaut hat. Und so lange geht die Automatisierung halt auch nicht los. So, was muss ich noch machen? Habe ich noch so einen? Ja, ich habe tatsächlich noch so einen, weil ich sie alle eingesammelt habe. So. Und dann kann ich das eigentlich schon mal hier bauen, ne? Also das nehme ich weg. Baue es schon mal so dahin. Die ersten nehme ich weg, sonst gibt's Krumpel. So, der weiß schon, was er tun soll. Das hier nehme ich weg. Das geht alles weg. Der kann auch hinübergehen. Der muss weg. Der muss weg. So. Ach, und dem müsste ich vielleicht einen Auftrag geben, hä? Der soll Kupferkabel dahin stopfen. So, dann kann das hier auch alles weg. Dann haben wir wieder ein bisschen Platz. Gut, 27. Das heißt, ich gehe hier schon mal ein bisschen weiter nach oben. Freue mich hier, dass es weiterläuft, wenn auch langsam. Aber jetzt produzieren wir natürlich hier überhaupt keine erweiterten Schaltkreise, weil nichts an normalen Schaltkreisen ankommt. Ja, da muss ich nochmal überlegen, ob ich das nicht wirklich über einen Teiler mache, damit wenigstens beides funktioniert. Weil die produzieren jetzt natürlich hier bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag. Was habe ich eigentlich hier? Hier fehlt doch ein Greifer, oder? Gibt's doch gar nicht. Was braucht der denn? Der braucht kleine Schaltkreise hier. Ach. So. Der muss doch doppelt produzieren. Ja, jetzt fängt er auch an. Okay. Das heißt aber, wir werden natürlich noch weniger Schaltkreise bekommen. Unglaublich. Ja, aber nicht zu ändern. So ist es halt. Ich guck mal weiter. Ich will möglichst schnell da oben diese Maschinen produzieren können, damit ich das auch automatisiert habe. Falls wir das wirklich mal schaffen, haben sind wir echt einen ganz großen Schritt weiter. So, was mache ich hier? Ich gebe denen schon mal wenigstens ein bisschen was an blauen Teilen, dann so.
dann können die schon mal anfangen zu produzieren. Dann geht's wenigstens mit der Automatisierung schon mal ein bisschen weiter nach vorne. Der Nachteil ist, ich muss mir merken, 32 habe ich jetzt da reingestopft und 21 kommen noch. Das heißt, ich habe 53 produziert, damit ich hier nicht mehr als nötig mache und mich blockiere. Ich warte trotzdem ab, also auch wenn das jetzt hier alles schön stackt und das ist auch alles ganz prima, ich warte trotzdem ab, bis die fertig sind da, damit ich das möglichst schnell unten erweitern kann. So, während wir gerade dabei sind, gucken wir mal hier rein. Das sieht noch alles ganz gut aus. Die sind noch nicht voll. Hier sind unsere Öltanks. Die sind alle noch prima. Die sind dicht bis sonst irgendwo hin. So, ach, und hier die Batterienproduktion hat aufgehört, so wie es aussieht, weil der voll ist. Deshalb passiert auch hier im Moment nichts. Da muss ich mir auch was überlegen, ob ich da einen zweiten... Habe ich noch so einen Tank übrig? Nee. Ob ich da noch einen zweiten hinsetze. Okay, aber das später stört mich im Moment erstmal nicht. Erstmal wäre es schön, wenn es hier irgendwie weitergeht. Ja, und wir kommen nicht hinterher mit elektronischen Schaltkreisen. Da muss ich vielleicht sogar noch ein Stück weiter umbauen, damit ich noch mehr Maschinen hinkriege. Brauche ich überhaupt erstmal hier unten welche oder sind das erstmal genug Kupferkabel? Weil ich sehe, hier kommen doch noch immer welche durch. Vielleicht kommen wir erstmal mit zwei normalen Maschinen hin. So, eine. Und ich brauche noch eine. Das heißt, ich muss nochmal irgendwo Eisenplatten herkriegen, vermute ich, oder? Was fehlt mir? Ja, Eisenplatten. Stelle ich mich mal hier hin. So, und noch eine. Das heißt, wenn ich die dusseligen Pakete fertig habe, dann kann es auch weitergehen. Gut, ansonsten, ich scheine genug Eisen zu haben. Die kommen alle hinterher. Ich scheine auch genug Kupfer zu haben. Kupferplatten, ja, es scheint wieder nur an den elektronischen Schaltkreisen zu liegen. Oh Mann. Oh Mann, oh Mann. Und ich habe eigentlich gedacht, ich hätte nicht genug Eisen hier, aber noch geht's. Es kommt doch immer noch relativ regelmäßig nach, genau wie Kupfer. Also kann schon sein, dass es gut funktioniert. Ja, so, jetzt warten wir die noch ab und ich möchte in der Folge auf alle Fälle diese beiden Maschinen noch bauen. Kann ich schon ein bisschen vorarbeiten? Nee, ich kann auch nicht, weil ich keine... Ich brauche ja auch noch mindestens 4 von den Knickarmrobotern. Ach, guck mal, 4 kann ich gerade machen. Das ist ja süß. So. Das muss natürlich dann so... Dann habe ich, glaube ich, fast wirklich alles vorbereitet. Strom. Ich könnte mich schon um Strom kümmern. Ja, keine Ahnung. Das muss dann halt so. Und hier oben genauso. Hoffentlich kriege ich jetzt die Maschinen noch hin. Voll lauter Strommasten. Das geht sicherlich auch effizienter. Aber okay. Das sind auch die kleinen Maschinen. Das heißt, ich kann die nicht mit den Modulen irgendwie anders bedienen. Es muss einfach so funktionieren. Okay, gucken wir mal hier oben. Also der Engpass sind definitiv die Geschwindigkeitsmodule. Ne? Also, wieso kriegt der keine Zahnräder? Wieso läuft der nicht? Hier sind doch Zahnräder. Ach doch, der holt immer nur dann, wenn er was hat, genug Schaltkreise wahrscheinlich. Was braucht denn so ein Zweier? Einen elektronischen Schaltkreis. Ach, der wird die hier oben nicht los. Ja, ja, natürlich, der wird die nicht los, weil der die nicht los wird, weil der hier zu langsam produziert und zu wenig Schaltkreise kriegt. Okay, also die funktionieren, wenn auch sehr bruchstückhaft. Liegt einfach daran, dass nicht genug Schaltkreise ankommen. Wenn die immer stacken würden, würde es auch schneller gehen. So, 2 Wissenschaftspakete noch. Das ist ja wunderbar. Das heißt, ich kriege jetzt bald meine Maschinen. Und das wäre ja nicht verkehrt. So, genug ist so... Was ist denn das hier?
Okay, wie weit kommen die da? Na gut, ich muss mir da noch nicht wirklich Gedanken machen. Was ist denn das hier unten? Hier ist ja eins falsch drin, ne? So, sieht das schon viel besser aus. So, da sind die Maschinen. Eins, zwei, ja, mehr gehen nicht hin. Muss ich vielleicht noch nach vorne anbauen, falls das immer noch nicht reicht hier. So, 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 so. Bin ich nah genug dran? So, so. Und ich sage Ihnen, Sie sollen doch bitte Schaltkreise produzieren. Okay, so, dann gucken wir uns das mal an. Zwei Maschinen mehr, was das alles bedeutet. Aber ich vermute, es wird immer noch nicht reichen. Ich habe so das dumpfe Gefühl, dass wir hier trotzdem nicht vernünftig weiterkommen und der hier die alle abfängt. Weil solange hier weiter produziert wird und die die alle nehmen und sich auch noch drum streiten, dann kann ich hier hinten produzieren, wie ich will. Wenn ich wirklich beides haben will, müsste ich echt über einen Teiler arbeiten, vermute ich. Ach, wie kriege ich das denn jetzt hin? Da muss ich ja hier komplett umbauen. Wie kriege ich das denn hin? Das muss ich mir mal für die nächste Folge überlegen. Ich sag wie immer, vielen Dank fürs Zuschauen und fürs Zuhören. Tschüss.